Hallöchen Freunde, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Alan Wake und wir sehen gerade ein sehr seltenes Bild, nämlich der helllichte Tag. Wahrscheinlich der letzte, denn es klingt zumindest so, als würde sich das Spiel gerade dem Ende neigen. Ich habe natürlich absolut keine Ahnung, denn ich habe das ja noch nie gespielt. Könnte durchaus sein, dass es das bald war. Unsere Aufgabe ist es, wieder back to the roots, zurück zum Coulter Lake, wo unsere Frau ja verschwunden ist. In der ersten oder zweiten Folge? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube in der ersten. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie war denn das mit dem Fahren? Hier nach vorne, genau, und da ein bisschen lenken. Jawohl. Sehr schön und auf jeden Fall in die Richtung. Ist schon mal sehr richtig. Und am helllichten Tag sieht man mal wieder, wie hübsch das Ganze eigentlich ist. Auch wenn die Grafik und so weiter alles ein bisschen veraltet ist, ist es doch noch hübsch, ne? Kann man nicht meckern. Können wir hier einen Boxenstopp machen oder was? Gibt's hier was Nettes? Ich hätte ja gerne immer noch das Achievement für diese komischen Kannen. Nicht hier irgendwas rum? Nee, ne? Ist einfach nur so zum Schmuck. Was ist das hier? Okay. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Ich gucke mich jetzt auch nicht großartig um. Denn da verlieren wir ja Zeit. Oh, jetzt muss ich mir kurz an der Nase kratzen. Uah, lenken, lenken, lenken. Oh, und da geht es schon nicht weiter. Oder gibt es da irgendwie so eine kleine Ecke? Nee, gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall die Richtung, wo wir hin müssen. Ich werde mal hier die Leuchtfackeln ausrüsten. Und wir haben natürlich wieder keine Waffe mehr, außer den Revolver. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Na super. Ist hier wenigstens eine ordentliche Waffe drin? Nee. Ich weiß nicht, was der mit den Waffen macht. Also jedes Mal in dem neuen Kapitel haben wir plötzlich keine Waffen mehr. Oh, fuck. Ich werde ihre Frau töten. Scheiße, wir haben nicht mehr so viel Munition. Ich will jetzt eigentlich auch nicht alles verballern. Aua. Au. Dass ich aber auch immer werfen müssen, ne? Lad mal nach. Der wollte schon wieder werfen. Wo nehmen die nur diese ganzen Waffen her? Und da hinten ist mir ein Licht aufgegangen. So, Waffen gibt's nicht. Wir sehen, es ist plötzlich dunkel geworden. Also mittlerweile weiß ich überhaupt nicht mehr, was hier Wahrheit, was Traum ist. Keine Ahnung. Ist das ein Vogel? Ein Vogel! Ja, der hat aber lange gewartet. So, Manuskriptseite, die lesen wir natürlich durch. Natürlich! Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Ich hätte aber gerne trotzdem noch eine schöne Waffe. Hier geht natürlich das Licht aus, ja. Aber wir haben ja einen schönen Wagen. Der sieht sogar fast so aus wie der von unserer Frau, ne? Ist das vielleicht der? Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Geht das überhaupt?
Nee. Doch, geht. Sehr schön. Bisschen schneller kommen wir dann doch. So. Fahr ich nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Wow! Fuck. So, kommt her, ihr Scheißviecher. Euch nehme ich noch mit. Hä? Sie sind irgendwie verschwunden, ne? Na, super. Na gut, drehen wir halt wieder um. Okay, das war nix. Da war die Lenkung gerade eben noch besser. So. Jawohl! So geht das. Da hinten kommt wieder einer hoch. Dann komm nur her. So. Die laufen so ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, erwische nicht beide. Doch! Jawohl! Oh, da sind noch welche. So, Feierabend. Schön erledigt. Ich würde mich jetzt am liebsten hier nochmal umsehen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo was Brauchbares liegt. Das wäre zu einfach. Das ist ein großer oder auch nicht. Aber den habe ich natürlich nicht gemacht. Hä? Fahr zurück. Ja. Ist am Spiegel hängen geblieben. Ha. So, was haben wir hier? Ist das ein Motel oder sowas? Sieht zumindest danach aus. Ja, tatsächlich ein Motel. Ich wusste gar nicht, dass es mit 2L geschrieben wird. Okay. Wieder was gelernt. So, aber da sehen wir schon ein bisschen Ausrüstung. Vielleicht ist hier drin auch eine entsprechende Waffe für uns. So, was haben wir denn hier? Batterien sind schon mal gut und Revolvermunition. Jawohl. Da können wir nicht durch. Aber hier. Ich würde aber gerne erstmal in das Büro hier. Kommt man da überhaupt rein? Open. Okay. Gucken, ob hier auch irgendwo einer ist. Untersuchen. Der Unterschrift im Motelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt. In Zimmer Nummer 2. Oh. Das war wahrscheinlich das Zimmer, was wir gerade gesehen haben. Mit den Munition. Ah, Munitionchen. Immer noch kein Achievement. Ich hoffe, wir kriegen noch eins. Ach, guck mal, da ist eine Waffe. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ach, meine Nase kitzelt so. Hier kommen wir auch nochmal raus. Und genau hier geht es gleich zu dem Zimmer. Schauen wir mal hier rein. Alter. Was zur Hölle? Sie hat Fotos von unserer Frau. Ist das unsere Frau? Ja, ich glaube schon. Und noch andere Fotos, ne? Das ist ja nicht nur unsere Frau, das sind irgendwie viele Charaktere. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Der ist mir nicht ganz geheuer, dieser Nightingale. Aber der hat ja sowieso ein Rad ab. Kann natürlich auch daran liegen, dass der irgendwie selber von der Dunkelheit besessen ist. Wir wissen es ja noch nicht so richtig. Achten Sie auf sich und Ihre Wohnung. Wow! Ich hätte es geglaubt.
Ja, das ist eine Zeit. Au! So, sehr schön. Kurz mal nachladen. Hier auch vielleicht nochmal. So, wir müssen jetzt... Ach, weiter zum Lake. Was oder wo war das jetzt? Irgendwas umgefallen jetzt. Hier drinnen nicht, ne? Nö, sieht alles noch ganz aus. Gut, wir gehen das mal in die Richtung. Das scheint hier zu sein. Überall da, wo wir nicht reingucken können. Obwohl, hier können wir reingucken, guck mal. So ein bisschen, ja, doch. Vielleicht kommen wir da doch irgendwie rein. Hier schon mal nicht. Ach, ich sehe schon den Weg. Wir müssen da hoch. Obwohl, was macht das für Sinn, wenn wir da hochgehen? Wir könnten doch eigentlich auch einfach hier um die Ecke. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da steht auf jeden Fall schon ein Auto für uns bereit. Ich sehe aber auch nichts weiter. Ich guck mal so ein bisschen am Rand. Eventuell gibt es da was Schönes. Irgendwo rangepinselt? Nee, ne? Nee. Okay, dann brauchen wir gar nicht erst großartig gucken. Ist ja auch alles Zeit, ne? So, weiter mit dem Auto unterwegs. Zum Cauldron Lake. So, da hoch fahre ich jetzt mal nicht. Oh, das ist ein großes helles Licht. Wow! Wow! Ah, bitte mal stehen. So, mal gucken, ob wir die eventuell alle drei erwischen. Ah! Wow. Ja, komm her. Wow, nicht so weit. Und du bist auch noch dran. So. Und wieder zwei. Haben sogar beide erwischt. Kommt denn doch irgendwo einer? Ich glaube schon. Naja, gut, okay. Fahren wir erstmal weiter. Ich habe das Gefühl, hier bewegt sich was, aber das ist alles nur Schatten. Wind und Schatten. Ach hier, guck mal. Zurück. Geblendet und umgefahren. Mist, den habe ich nicht erwischt. Einfach mal zurückfahren. So. Hier müssen wir aber leider wieder aussteigen. Und Kontrollpunkt für uns. Ich habe aber schon wieder was gehört hier. Komme ich hier eigentlich auch rein? Nee. Was ist das da hinten? Was ist das? Das ist ein bisschen... Macht mir jetzt ein bisschen Angst hier. So, schnappen wir uns erstmal die Leuchtfackel. Gerade ein bisschen Angst hier. Ich will nicht. Oh! Alter! Ist das vom Auto das Licht oder was? Na, dann geht's wieder los hier, der Sturm. Was zum Teufel? Jetzt frage ich mich aber auch. Wow!
Aua, da war ja noch was. Was ist das, ey? Nicht, dass das jetzt so ein Riesenvieh ist. Geht's überall runter. Da will ich nicht hin. Was zur Hölle? Au! Nein! Das war sehr gemein. Das war wirklich gemein. Böse, böse. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir es dann nochmal. Ziel ist es wahrscheinlich, einfach über diese Brücke zu kommen. Einfach ist natürlich leichter als gesagt. Naja. Schauen wir da mal, ob wir das Ganze schaffen. Bis dahin. Tschüss.